liebe Angelfreunde. Ich möchte heute mal ein paar Worte über das fast wichtigste Ausrüstungsteil beim Spinnfischen auf Dorsch vom Ostseeufer aus verlieren, und zwar die Spinnrute. Worauf sollt ihr achten? Was sollte so eine Rute können? Ich möchte mal versuchen, ein paar Tipps zu geben und ein paar Antworten auf diese Fragen. Viel Spaß wünsche ich euch. Also in der Regel sind diese Ruten 3 Meter bis 3,15 Meter lang, haben ein Wurfgewicht von maximal 45 Gramm. Das ist gut, denn die Köder sind in der Regel auch nicht schwerer. Das seht ihr hier, das korkummantelte Griffstück ist ziemlich lang. Das ist korkummantelt, weil es greift sich sehr schön und es wärmt eure Finger, und der lange Hebel, das lange Griffstück ist wichtig für den langen Hebel. Da habt ihr natürlich auch unterteilte Modelle, aber wichtig immer langes Griffstück am Ende. Dann habt ihr eine Öse vorne, um die Köder einzuhängen. Ihr müsst mobil sein, ihr müsst die Ruten mal ablegen zwischen den Steinen, das ist wichtig, gerade bei diesen Ruten. Und die hier gezeigten Lars Hansen Modelle sind eigentlich top. Das sind echt wirklich gute Arbeitstiere, die am Wasser wirklich ihren Job in Richtung Dorsch und Meerforelle top erledigen. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis top. Sind keine Ruten, die 200 Euro oder mehr kosten. Super. Alles klar. Viel Spaß. Ciao.